Ja, hallo meine Lieben, ich nehme euch wieder mal mit auf eine kleine Tour. Diesmal besuchen wir einen Kollegen, einen YouTube-Kollegen. Wer sich mit YouTube beschäftigt und regelmäßig Videos produziert und auch möchte, dass viele, viele Menschen ihm oder ihr zuschauen, der wird sich irgendwann mal fragen, was muss ich tun, um mehr Leute zu bekommen, die meine Videos anschauen. Und YouTube selbst hat da einen Tipp, nämlich mit anderen YouTubern zu kooperieren. Und es ist so, dass es wenig behinderte YouTuber generell gibt, glaube ich, im Vergleich zu den Nichtbehinderten. Einerseits und andererseits ist es in Österreich und vor allem in Wien auch sehr mager bestellt. Darum ist es schön, einen gefunden zu haben. Ich verlinke euch seinen Kanal und ich werde jetzt zu ihm reingehen und mal Hallo sagen. Ich habe halt immer so ein kurzes Begrüßungsdings-Scheiß. Hau rein. Ja, okay. Hallo. Hören wir was? Ja, was läuft? Ich fange mal an. Genau. Und vorbereite mich. Ich bin ja so schlecht. Die Flachwitz-Challenge! Wuhu! Heute wird's lustig! Aber flach. So, jetzt kommt das Intro. Bla bla bla. Gut. Hallo, servus, ich bin's, Bernie. Und ihr seht's, heute bin ich nicht ganz allein. Gut, ich bin zwar nie allein, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Der Martin Marbacher von Marbacher TV ist heute Grüß hier. Grüß euch, hallo. Hallo. Und ja, wir machen heute was Lustiges. Nämlich die Flachwitz-Challenge. Wer den anderen zum Lachen bringt, kriegt einen Punkt. So, okay, wer fängt an? Ladies first. Gastgeber natürlich. War das schon der erste Witz, ja, oder wie? Ja. Das heißt, ich selber muss lachen, also habe ich schon verloren. Dann kriege ich jetzt einen Punkt. Juhu. Okay, eins mehr für dich. Gut. Marbacher TV. Wie bist du zum YouTube gekommen? Ich habe mir überlegt, so Filmreviews machen. Dann haben wir gedacht, wenn ich mich da vor die Kamera stelle, schaut da irgendwer zu, sieht, dass da so ein komischer Vogel steht, der ein bisschen schief ist und schräg ist, dann kommen halt Fragen. Ja, dann machst du halt was anderes. Machst du halt was über deine Behinderung. Und so ist das halt entstanden und das mache ich halt über mich Kanal und über Themen, die mich interessieren und ja. Wie lange machst du schon? Aktiv seit Ende Februar 2015. Okay. Genau. Und wie viele Abonnenten hast du derzeit? Heute mit dir 74. Sehr gut. Yes. Ja, ich hoffe, wir werden uns nicht das letzte Mal sehen. Hm? Das hoffe ich auch, ja. Sehr gut. Es gibt nämlich jetzt zu wenig YouTuber, die selbstbehindert sind und aktiv sind. Auf jeden auf Fall. Auf der Szene, ja. Also in YouTube und so. Generell ist es aber schwierig, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, in die österreichische YouTube-Szene reinzukommen, in die normale. Weil es gibt ja doch ein paar. Ich kenne es wenig. Ja, ich kenne es so. Auch nur vom Sehen. Und das sind halt alle sehr mit sich beschäftigt, glaube ich. Und single-mäßig unterwegs. Das Ding ist halt, die Großen sind alle in einem Netzwerk. Also das der, stimmt, ja. Der Buchinger, glaube ich, der ist bei Studio 71. Ja, ja. Wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe. Ja, ich glaube schon. Die Anna Kummer, Anna-Laura Kummer, glaube ich. So, so ist eine Schülerin, gell? Ja, Buchinger. Oder, ja, genau. Genau. Die ist bei XNG, was ich mal gesehen habe. Okay. Die war auch mal bei Stermann und Grissemann und da haben sie es eben gezeigt. Ja, die hat ja mit dem Buchinger zusammen auch schon Videos gemacht. Genau, ja. Und die hat ja weit mehr wie er, sogar doppelt so viel, glaube ich. Ja, ja, ja. Und trotzdem wird der Buchinger als größter YouTuber Österreichs gekannt. Das stimmt, ja. Was irgendwie komisch ist. Ja, jetzt ist er ja nach Berlin gezogen. Wer? Der Buchinger. Geh. Ja. Wann? Darum ist er seit 3-4 Wochen. Du bist ja jetzt bei den ganzen Studio 71 Sachen dabei.
echt aus Berlin gezogen deswegen? Ja. Wow, okay. Deswegen hast du jetzt immer gesagt, er ist jetzt zufällig wieder mal in Wien. Genau. Okay, wow. Wenn es irgendwie Mentor beim Bootcamp von Studio 71. Echt? Die suchen da irgendwie neue YouTuber und bilden die aus oder so. Ja. Okay. Netzwerk sollten wir haben. Würdest du bei 71 machen? Ja, aber ich will nicht schnell nach Berlin fahren. Okay. Sagen wir mal so. Aber der Limit ist 500 bei denen. Echt? 500 Abonnenten, okay. Was du hast. Kannst die verdammt. Kannst die bewerben dann. Okay. Aber würdest du das machen? Also, längerfristig sicher. Okay. Also, irgendein Netzwerk muss her, weil sonst ist einfach nichts. Da bleibst du einfach ein kleiner Furz und. Mhm. Ja. Aber was du jetzt mitkriegst, ist ja jetzt diese Kontroverse mit dem Nootopia. Da hat der Buchinger ja ziemlich fett weggekriegt, weil der hat ja so ein Utopia-Video gemacht. Okay. Mit allen anderen 71er. Oder mit vielen vom Studio 71. Und die Fans von ihm haben schon reagiert und gemeint, dass das jetzt uninteressant ist, schon langsam, weil er halt sie mehr oder weniger verkauft und den Scheiß macht. Okay. Weil das natürlich vom Studio gefördertes Projekt war. Mhm. Die haben alle andere YouTuber gebeten oder beauftragt, Videos zu machen zum Thema Newtopia, okay. Weil das Ganze ja schlecht rennt. Mhm. Und vorige Woche, glaube ich, haben sie dann gesagt, dass irgendein Bild, ein Video veröffentlicht, ein Livestream veröffentlicht wurde von Newtopia, wo Regisseure Anweisungen gegeben haben, was die Leute machen sollen. Obwohl sie ja eigentlich nicht gescriptet sein soll. Soll, ja. Okay. Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Das ist durch die Presse gegangen und das haben dann die YouTuber kritisiert, dass er dann trotzdem sowas macht. Also. Okay, ja. Bis es halt dann, als du im Studio dabei bist, ist halt auch, musst du sowas dann schlucken. Im Endeffekt, wenn du bekannt bist du immer irgendwo der Arsch. Wurscht, wo du jetzt bist. Irgendwer kommt immer und sagt, hey, du bist ein Arschloch. Ja, das sowieso. Das kommt immer. Ja. Und von daher, weiß ich nicht. Apropos Arsch, hast du schon böse Kommentare gekriegt? Leider noch nicht. Ich warte immer noch drauf. Also wenn irgendwer böse Kommentare schreiben will, schreibt es mir unter meine Videos. Ich habe nämlich Lustiges vor. Ich habe schon einen sehr intellektuell ansprechenden Kerl, der gerade sehr, weißt du was, du solltest sterben. Oder so, wie du sollst gar nicht leben. Oder. Ja, und da ist noch viel. Ist das auch ein Flachwitz? Ah, ja, fast. Nein, der ist ganz sehr heftig, muss ich sagen. Aber gerade so Leute finde ich lustig. Weil die kannst du halt richtig durch die ziehen. Ich glaube nicht, weil. Ich habe jetzt gesehen, ich habe nie reagiert. Und jetzt ist wieder Ruhe. Wenn du darauf reagierst, glaube ich, dann. Wird der Mumie an Gas geben. Soll er doch. Ja, dann hast du wenigstens Stoff für neue Videos. Ja, schon, aber. Man muss auch schauen. Also du wirst selbst nur erleben, da musst du schon aufpassen auch und eine gewisse Verantwortung hat man da gegenüber, glaube ich. Das auf jeden Fall, ja. Ja, es kommt immer darauf an, welche Menge. Wenn du nur einen so einen Tropfen hast, macht es keinen Sinn. Aber das ist halt echt. Viele so unterbelichtete Kommentare hast, kann man schon mal ein Video raushauen. Ja. Freilich. Ja. Aber es ist immer schwierig, sich ja so zu handhaben. Diese. Das auf jeden Fall. Ja, der Fame halt. Der Fame, ja voll, boah, sagst du. Der wird der Fame, du wirst das sehen, es ist unglaublich. Wenn ich mal in deine Reichweite komme, dann. Du, das ist noch nicht so tragisch. Ich glaube, du bist schnell dort. Na, schauen wir mal. Ja, du, das war's bei meiner Seite. Ich werde jetzt, ich sag danke für die Einladung. Ich sag danke fürs Kommen. Wir haben jetzt das gemacht, was im YouTube-Playbook steht. Such der andere YouTuber und kooperiere. Das war jetzt mein Besuch bei Bernie4K. Wir haben Flachwitze erzählt. Ihr müsst selbst entscheiden, ob das lustig war oder nicht. Interessant war das Gespräch mit ihm danach. Und schaut euch seinen Kanal an.
Ich verlinke ihn unten in den Kommentaren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein feines Wochenende. Und wir hoffen doch alle, dass der Sommer bald kommt, oder? Bis dahin. Baba.